Willkommen zu MGM's Big Screen, dem exklusiven Movie-Magazin mit den neuesten und heißesten News aus der Traumfabrik. Dieses Mal ein Roadtrip nach Wally World, ein Boxer im Kampf um seine Familie und ein Mann mit zweitem Ich. Jetzt bei MGM Big Screen. Diese Familie erstickt im Alltagstrott. Unsere Familie muss da rauskommen. Wir fahren nach Wally World. Was? Mein Trip nach Wally World war mein schönstes Kindheitserlebnis. Du willst den Urlaub wiederholen, den ihr vor 30 Jahren gemacht habt? Das wird vollkommen anders. Ich habe von dem Urlaub damals noch nicht mal was gehört. Kein Problem. Dieser Urlaub wird was ganz Besonderes. Okay? Geschafft. Hi, Dad. Morgen, Rusty. Vacation, wir sind die Griswolds, ist sowohl Remake als auch Sequel und knüpft an die 4 vorherigen Griswold-Filme an, in denen noch Chevy Chase das verplante Familienoberhaupt verkörperte. Mittlerweile ist dessen Sohn Rusty erwachsen geworden und plant nun mit seiner eigenen Familie einen Roadtrip zu seinem Lieblingsfreizeitpark Wally World. Christina Applegate und Ed Helms spielen die Hauptrollen und beide haben einige tolle Erinnerungen an ihre Urlaube in Kindheitstagen. Ich war das Einzelkind einer alleinerziehenden Mutter. Einmal fuhren wir nach Tijuana, das war's. Wir sangen Cuanto le gusta während der gesamten Hinfahrt und dann waren wir da. Und ich glaube, wir haben einen Sombrero gekauft und dann sind wir wieder gefahren. Das ist sowas von traurig. Ich bin das jüngste von 3 Kindern und wir haben viele Roadtrips während der Kindheit unternommen. Einmal fuhren wir nach Atlanta, nach New York City, was sehr weit weg ist. Ich als Jüngster saß ganz hinten und machte kleine Puppenshows mit meinen Händen. Das ist wunderschön. Wir nennen es die Griswold-Quellen. Die Mineralien in dem Schlamm ziehen die Giftstoffe aus eurem Körper. Das ist keine heiße Quelle, glaube ich. Ich habe einen Pfeil gefunden. Hast du sie nicht mehr alle? Alle raus aus den Griswold-Zellen! Ed Helms war immer unsere erste Wahl für Rusty. Er hat diese Liebenswürdigkeit und Nettigkeit, sodass man ihm immer die Daumen drückt, wenn er Dummheiten macht und nichts peilt. Und ein bisschen Clark Griswold steckt auch in ihm, was toll war. Die Tatsache, dass er so unerbittlich optimistisch ist, gab der Rolle das gewisse Etwas. Und dann bekamen wir die Zusage von Christina Applegate und wir wussten, dass wir ihre Rolle ausbauen und vielschichtig anlegen mussten, weil sie so lustig ist. Sie ist eine der lustigsten Schauspielerinnen momentan. Deshalb wussten wir, dass wir ihr nicht gerecht werden würden, wenn sie nur die Frau an seiner Seite wäre. Begleitet die Griswolds auf ihrem abenteuerlichen Roadtrip. Jetzt in Vacation. Wie wär's mit Musik? Ben Afflecks Rolle als Batman scheint ihn so sehr zu vereinnahmen, dass er nun 2 seiner eigenen geplanten Projekte nach hinten verschieben musste, um sich voll und ganz auf seine Pflichten als maskierter Ritter zu konzentrieren. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass Affleck mit seiner schauspielerischen Leistung in Batman vs. Superman Dawn of Justice sehr großen Eindruck auf die Studiobosse gemacht hat, weshalb sie ihn für eine neue Solo-Trilogie der Dark Knights haben unterschreiben lassen. Affleck ist bereits Co-Autor von einem der neuen Batman-Filme, bei dem er auch Regie führen soll. Das Studio plant, 2 Justice League-Filme direkt hintereinander zu drehen, weshalb er seine eigenen Projekte zurückstellen musste. Colin Farrell wird Teil des Casts vom Harry Potter Spin-off Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Der irische Star spielt darin den Magier Graves, der auf Eddie Redmaynes Rolle des Newt Scamander trifft. Daniel Radcliffe tritt im Film nicht auf, da dieser 70 Jahre vor den Geschehnissen der Original-Potter-Filme angesiedelt ist. Samuel L. Jackson steht in Verhandlungen, J.K. Simmons im Fantasy-Epos Kong Skull Island zu ersetzen. Simmons und Michael Keaton mussten das Projekt aus terminlichen Gründen verlassen. John C. Reilly aus Guardians of the Galaxy übernimmt anscheinend Keatons Platz. Die schwedische Schauspielerin Rebecca Ferguson scheint zurzeit Hollywood zu erobern, da sie angeblich in der engeren Auswahl steht, Channing Tatums Angebetete im X-Men-Spin-off Gambit zu spielen. Ferguson muss sich gegen das französische Starlet Léa Seydoux behaupten, die aktuell für das nächste James-Bond-Abenteuer Spectre vor der Kamera steht, sowie gegen das australische Model Abby Lee, die zuletzt in Mad Max Fury Road zu sehen war. Steckst, desto härter teilst du aus, verstehe. Na los! Aber du steckst einfach zu viel ein, bevor du explodierst.
Southpaw erzählt die Geschichte des Boxers Billy Hope, gespielt von Jake Gyllenhaal, der nach dem Tod seiner Frau völlig aus der Bahn geworfen wird. In Vorbereitung für die Rolle musste Gyllenhaal hart trainieren, um sich in Form zu bringen. Aber glücklicherweise bekam er Schützenhilfe vom Regisseur des Films, Antoine Fuqua. Ich weiß, wie schwer es ist, wie ein Kämpfer zu trainieren. Also sagte ich, Jake, ich mache mit. Wir haben die Musik aufgedreht und begaben uns gemeinsam auf die Reise, von Anfang bis Ende. Vom ersten Schweißtropfen, bis ich sagte, das war's. Er brachte von Anfang an Opfer. Er trainierte jeden Morgen mit mir. Wenn ich Gewichte stemmte, tat er es auch. Wenn ich Hilfe benötigte, half er mir. Wir sprachen die ganze Zeit. Wann immer ich ein Anliegen oder eine Frage hatte, war er da. Ich wusste, je mehr wir zusammen trainierten, desto fitter würde er. Und er würde die Welt des Kampfes, des Boxens und der Aufopferung verstehen. Als Regisseur würde ich bestimmte Dinge zu sehen bekommen, allein weil er zu Billy Hope wurde. Soll ich mit reinkommen? Nein, Mann. Ich muss das allein machen. Was sucht ein Billy Hope in meinem Gym? Ich brauche einen Job und einen Ort zum Trainieren. Nur wenn du dich an unsere Regeln hältst. Ich will meine Tochter nicht verlieren. Dafür tue ich alles. Ich fand es wichtig, die Geschichte eines Athleten zu erzählen, der lernen muss, Vater zu sein. Nicht die typische Geschichte eines Kämpfers, denn er beginnt ja an der Spitze und steigt dann ab. Es geht hauptsächlich darum, was es bedeutet, Vater zu sein. Sichert euch jetzt einen Platz in der ersten Reihe für Southpaw und seht, wie dieser Boxer um seine Familie kämpft. Ich werde wieder kämpfen und ich krieg mein Kind zurück. Was ist das? Etwas, um ihr Herz zu stoppen. Was? Ein Mittel, das stoppt ihr Herz. In Tarsem Singhs neuem Science-Fiction-Thriller Selfless, Der Fremde in mir, werden der Geist und die Erinnerung eines an Krebs sterbenden reichen älteren Mannes in den Körper eines gesunden jungen Mannes übertragen. Der Film sinniert über das Konzept der Unsterblichkeit und deren unvorhersehbare Konsequenzen. Der Filmtitel allein lässt sich auf spirituelle Weise auslegen. Die Tatsache, dass man selbstlos, ohne sich selbst ist und dass man sich selbst loslässt. Es handelt sich um buddhistische Mythologie. Der Gedanke, dass man hundertprozentig in diesem Moment ist. Man denkt nicht darüber nach, was man ist oder was man möchte oder braucht. Man ist wunschlos. Das finde ich sehr interessant. Es war keine Halluzination. Daddy! Unsterblichkeit hat so einige Nebenwirkungen. Hallo? Es gibt sehr wenige Filme von unserer Seite der Welt, die sich mit dem Tod und der Unsterblichkeit beschäftigen. Wie Ryan sagt, hat der Film diesen widersinnigen Trost. Akzeptiere deine Sterblichkeit. Akzeptiere sie einfach. So ist es nun mal. Und wenn man von diesen Grenzen abweicht, kann das sehr unglückliche Konsequenzen haben. Indem wir dies zeigen und diesen Mythos dem Publikum zunichte machen, sieht man, dass es vielleicht doch besser wäre zu gehen, wenn die Zeit gekommen ist. Maybe it's better just to put the lights out. Selfless, Der Fremde in mir. Jetzt nur im Kino. Ich habe ihnen gegeben, was sie wollten. Sie haben einem Mann das Leben genommen. Nein, ich war das! Die alte Ex-Freundin, das weckt Erinnerungen. Warum haben wir uns nochmal getrennt? Weil du ein Workaholic bist, der sich nur Arbeit sucht, um die richtige Arbeit zu meiden. Daran arbeite ich noch. Du hast alles kaputt gemacht und ich habe mein Leben wieder auf die Reihe gekriegt, obwohl es dich gab. In der neuen Romantikkomödie Aloha, Die Chance auf Glück, begleiten wir den für eine Militärfirma arbeitenden Brian Gilchrist, gespielt von Bradley Cooper, der den Start eines Satelliten auf Hawaii leiten soll. Während er die Beziehung zu einer verflossenen Liebe wieder aufleben lässt, merkt er, wie er sich immer mehr zur Air Force-Pilotin Emma Stone hingezogen fühlt. Für Rachel McAdams war es eine besondere Erfahrung, seine Ex-Freundin zu spielen. Ich fand das Drehbuch einfach toll. Ich las es und dachte, dass mir so eins bisher noch nie begegnet war. Sie war so eine komplizierte, interessante Frau, die viel um die Ohren hatte und das zu einer sehr wichtigen Zeit in ihrem Leben. At a very important time in her life. Ich finde, Rachel McAdams ist die perfekte Tracy. Und es ist eine Rolle, in der man sie so noch nicht gesehen hat. Und die Leute werden hoffentlich begeistert sein. Seid ihr zusammen? Wir arbeiten zusammen. Warum hast du nicht das, was du willst? Hast du das, was du willst? Hm? Wie geht's, Woody? Keine Ahnung. Reden ist nicht so seins.
Eine solche Rolle wie Woody spielt man an egal welchem Punkt seiner Karriere. Er ist sicherlich ein sehr interessanter Charakter, hauptsächlich weil er nicht spricht, und das macht es aufregend. Er hat etwas Stoisches und Zeitloses an sich und erinnert an einen Mann aus den 40ern oder 50ern, der in der heutigen Zeit feststeckt. Das fand ich sehr aufregend zu spielen. Genießt die exotische Hawaii-Atmosphäre mit Starbesetzung in Aloha, die Chance auf Glück. Zukunft ist nichts, was einfach passiert. Sie ist eine gewaltige Kraft mit einem tollen Sinn für Humor, die einen überrollt, wenn man nicht aufpasst. Ein Transporter-Reboot im nächsten MGM Big Screen.